Jo, hallo zusammen. Ich habe heute einen Podcast gehört, nämlich Pitch Elements heißt der, von Volker Hein. Und ich bin völlig begeistert, weil er hat mich zum Nachdenken angeregt. Und folgende Frage habe ich daraus mitgenommen: Sind Workshops sinnvoll? Also klassische Ausbildung via einem Workshop. Er fragt sich dort, warum Corporate Learning tot ist, wie sich Vertriebstrainings ändern müssen. Und er bezieht das sehr stark auf Vertriebstrainings, aber ich glaube, wir können generell viel lernen aus diesem Podcast, was tatsächlich diese ganze Thematik Workshops angeht. Denn bei Workshops ist es so, es kommen verschiedenste Leute dort zusammen mit unterschiedlichen Wissensstandards. Der eine ist vielleicht schon bei uns, nehmen wir das mal bei unseren Kunden so, der ist schon absoluter Profi in irgendeinem Business Intelligence Tool, der hat andere Anforderungen an uns als jemand, der noch nie das Tool geöffnet hat. Wir versuchen das immer, weil wir das irgendwie gemerkt haben und nicht benennen konnten, mit verschiedenen Gruppenräumen zu lösen, dass halt Newbies zusammenarbeiten oder vielleicht auch Leute, die ein bisschen was können und die helfen denen dann und so weiter. Aber man wird dann ja dem Einzelnen nicht gerecht. Das Zweite ist, man bombardiert sie natürlich mit Wissen. Das heißt, die müssen sich 3 Tage aus ihrem Geschäft rausnehmen und dann die Zeit der Opfern voll da sein, voll da machen. Und dann macht er das Beispiel auf, wie wäre das denn beim Führerschein? Also, man macht 2 Tage intensiv den Führerschein, müsste danach zur Prüfung. Vielleicht besteht man die ja auch irgendwie. Und irgendwie ist es auch so, dass man sagt, alles klar, das hat mir was gebracht und ich habe die Prüfung. Aber ob man ein guter Verkehrsteilnehmer danach ist, der wirklich stark gut ausgebildet ist, das wage ich zu bezweifeln. Und das ist beim Sport dasselbe. Also wir sagen ja auch oft so, du musst erstmal die Methodik haben, wirst von so einem Trainer quasi, ne, angeleitet und so weiter und so fort. Und dann, als nächstes, musst du selber ja deine Fitnessübung machen. Du wirst ja nur fitter, wenn du täglich ins Fitnessstudio gehst. Das heißt, du musst dich dazu zwingen. Und warum dann nicht die Begleitung des Trainers in der Zeit, wo du ihn brauchst? Das heißt, wir müssen viel stärker in diesen Workshops auch Prototypen, die mir mein Problem gerade lösen und das mit dem Wissensstandard halt viel besser austarieren. Und gerade durch das Digitale ist es ja möglich, sage ich mal, genau da, wo der Kunde steht, dann auch die auszubilden. Also das heißt, früher habe ich es verstanden, ich musste da hinfahren und dann hat sich die Tage geblockt und dann muss es im ganzen Tag sein, etc. Kann man jetzt nicht viel flexibler sein? Kann man jetzt nicht so sagen, ich schalte mir mal 1 Stunde dazu, 2 Stunden dazu, löse mit dir dein Problem? Vielleicht sind es auch kleine Gruppen, wo so 3, 4 Leute dieselben Probleme haben und sich wieder brücken, anstatt 20 Leute mit einer Sache durchzuschulen? Ich finde das hochgradig spannend. Was ich wichtig finde, ist, was da bei da ich war, was meine eigene Meinung ist, ist halt noch, ich glaube, wir müssen alle in so einem Bootcamp, wie wir das nennen, so bei uns Dashboard Week, auf einen Wissensstandard erstmal bringen. Das glaube ich, deswegen sind Workshops nicht ganz so von der Hand zu weisen, aber warum nicht ein Tag Basics für alle und dann Deep Dive in die verschiedenen Probleme, die die Leute wirklich haben? Weil dann sind die auch nicht so abgelenkt, haben nicht das Gefühl der Zeitverschwendung und so weiter. Ich finde wirklich gesagt, das habe ich so viel über den Podcast gesprochen, hört da einfach mal rein. Er redet zwar über Vertriebstrainings, aber ich glaube, das ist generell für Workshops ein Riesenthema, wie wir damit zukünftig umgehen wollen. Und deswegen kann ich nur empfehlen, Pitch Elements hat mir wirklich einen Anschluss gegeben, wirklich einen Impuls. Ich werde das auch in unserem Podcast aufgreifen und da werden wir auch darüber mal sprechen, wie sinnvoll und wie nicht sinnvoll sind wir das. Bei YouTube könnt ihr dieses Video auch sehen. Den Podcast verlinke ich euch natürlich nochmal, damit ihr euch den auch anhören könnt. Insofern, lieben Dank, Volker Hein, für diese Inspiration. Ich werde darauf rumdenken. Wir werden unser Angebot anpassen. Wir überlegen genau, wie können wir das machen? Wie können wir noch mehr Value für den Kunden bringen? Und wie holen wir die Leute da ab, dass sie dann halt den besten Lernerfolg haben? Vielleicht nochmal kurz zum Schluss. Es ist so, da werden sich viele Einkäufer in den großen Firmen sehr schwer mit tun, das irgendwie zu verrechnen, das irgendwie zu machen. Es ist halt leichter, 3 Workshops, so rechne ich das ab. Ey, Kunden, da müsst ihr euch jetzt auch bewegen, wenn ihr den Lernerfolg haben wollt. Dann lasst uns gemeinsam versuchen, da das anders hinzukriegen, besser hinzukriegen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie diese Workshops, diese Lernerfolge etc., freue ich mich über Kommentare bei LinkedIn. Ich freue mich, wenn ihr mich dazu anschreibt, unterhaltet, bla 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 etc. Ich finde, das ist ein richtig entscheidendes Thema, ob wir diese Workshops, wie wir es gewohnt sind, weiter so durchziehen sollen, wir alle. Ob das wirklich die Wissensvermittlung State of the Art ist, gerade wenn wir in Social Media unsere Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr so hoch ist und so. Also insofern denke ich, lasst uns darüber diskutieren, lasst uns das machen und gemeinsam was entwickeln, was für alle das Beste ist. Und liebe Kunden, ihr seid auch recht rechtzeitig eingeladen. Wie würdet ihr euch das wünschen? Ich glaube, der Vorstoß hier für Volker ist genau das Richtige. In dem Sinne, na, tschüss, auf bald.